Ja, herzlich willkommen zu meinem neuesten Unboxing-Video. Nach dem kleinen Aufreger nach Magi habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du ja noch ein Video drehen für euch, meine lieben Abonnenten, und präsentiere euch die erste Staffel zu Chaika, die Sargprinzessin. Ja, ich habe mir jetzt die erste Staffel von Chaika gekauft, weil ich mir jetzt auch die restlichen drei Volumes zu Chaika Staffel 2 gekauft habe. Ich habe mir gedacht, okay, du kannst dir nicht erst Staffel 2 und dann Staffel 1 anschauen, kaufst du dir Staffel 1 gleich in einem Packung. Ja, so verrückt bin ich und habe mir diesen Anime gekauft. Ja, dieses Mal ist es eine schöne Verpackung, nicht so wie Magi. Okay, Magi ist auch eine schöne Verpackung. Ich rede jetzt gar nicht mehr über Magi, es tut mir echt leid, ich hack mir jetzt ab. Jetzt kommen wir zu Chaika. Gut, Chaika habe ich mir jetzt komplett gekauft bei Amazon, weil irgendwie bin ich bei Nippon Art nicht klargekommen. Ich hätte bei Nippon Art jetzt vielleicht, ja, sagen wir mal, 2-3 Euro jetzt noch sparen können oder 4, aber irgendwie, wenn ich es im Warenkorb gelegt habe oder zur Kasse gehen wollte, hat es mir den teuren Preis angezeigt, obwohl Nippon Art gerade diese 20 oder 25% hatte auf alle älteren Artikel außer Neuheiten. Habe ich irgendwas falsch gemacht oder warum ging das bei mir nicht? Gut, dann habe ich mir gedacht, ja, du bestellst ja auch noch was anderes bei Amazon, bestellst dann auch noch Chaika einfach bei Amazon. Ihr wisst ja Bescheid, meine Versprechen sind immer geil. Bestellst du auch noch Chaika bei Amazon. Gut, das sind jetzt vielleicht 2, 3 Euro oder 4 Euro mehr. Habe ich mir auch gedacht, gut, 1 Euro mehr jetzt pro Volume. Meine Fresse, ist ja nicht so schlimm. Gut, Chaika ist ja wieder so auf die Aufmachung. Ist ja also eigentlich ganz stinknormal. Ist ein schöner Sammelschuber. FSK-Logo ist vorne. Das dachte ich schon, der ist draufgeklebt auf dem Schuber. Auf der Folie drauf. Und dann kann man alle Volumes reinmachen. Und Nippon Art macht es richtig geil. Was macht Nippon Art? Nämlich, Nippon Art macht den Flyer gar nicht kleben dran. So muss das sein. Und dann schauen wir gleich mal, was wir hier alles bei der ersten Volume haben. Wir haben die ersten drei Episoden. Dann haben wir ein DTS HDMR 5.1 Deutsch. Na, auch nicht schlecht. Ein Booklet-Sticker und natürlich einen PCM 2.0 Japanisch. Na, siehst du mal, alles in High Definition 1080p 16:9. Gut, ja, ich bin gespannt auf die Serie. Ein Arbeitskollege sagt, die soll richtig cool sein. Und es kommt, ist es nur ein Drache oder mehrere Drachen? Auf jeden Fall kommt ein Drache vor und es ist schon ausschlaggebend, dass die Serie schon ein paar gute Punkte bei mir bekommt. Gut, dann haben wir hier, machen wir erstmal alles hier raus, den schönen Sammelschuber, der auch schön stabil ist. Schaut richtig toll aus. Ich hätte mir auch mal gebraucht kaufen können bei eBay, recht günstig, aber der sah so verhunagelt aus, das ging nicht. Also wenn ich schon, dann will ich, also dann Sammelschuber so einigermaßen schön, und der ist auch schön angekommen, kann man nicht meckern. Auch schönes Motiv hinten, unten und oben, unten ist nichts, außer hier hinten, da steht Chaika, die Sargprinzessin, auch nochmal ein Bild, und da haben wir das Frontmotiv. Dann ist wie immer, das finde ich cool bei manchen jetzt so Anime-Anbietern, dass sie diesen Kartonhülle auch noch bedrucken. Zwar denken sich dann manche, verdammte Scheiße, als Sammler kann man das nicht mal wegschmeißen, aber ich finde es gerade so praktisch, weil diese ganzen Gimmicks, also jetzt bei den MRAs ist es jetzt nicht so der Fall, aber jetzt bei diesen ganzen kleinen Digipacks oder so, machst du einfach hier den Karton auf und packst deine ganzen Sachen hier rein, diese ganzen Infozettel oder CDs und was ich alles, und verschaust sie woanders. Finde ich ganz nett gemacht, dass die jetzt auch jedes so aufdrucken, weil es ist immer so fad, wenn da nur so ein weißer Karton dabei ist, ne? Gut, dann schauen wir uns mal Volume 1 an. Da haben wir dann Volume 1, so sieht Volume 1 aus. Und es steht das gleiche wie auch bei dem Flyer drauf. Ein und dasselbe. Mit Wendekover, so muss das sein. Herrlich. Wendekover, wende ich, aber erst später. Dann haben wir hier diesen Sticker, wie ihr sehen könnt. Dann haben wir hier Werbung zum Manga. Und dann haben wir hier das kleine Booklet. Finde ich immer ganz nett. Warum war bei Magi eigentlich kein Booklet dabei? Beim ersten Volume war doch was dabei. Warum beim zweiten nicht? Finde ich schade. Gut. Dann sieht man hier auch noch die Blu-ray. Blu-ray. Und ja, dann machen wir mal hier alles wieder rein. Cooler, komm. Da kann ja gleich hier auch noch die ganzen Volumes hier so reinmachen. Da habe ich es gleich schon drin. Gut, dann haben wir hier Volume 2. Wo ich immer Angst hatte, dass ich bei Amazon bestelle, weil Volume 2 Blu-ray stand da, aber war das größere Cover und DVD-Cover war drauf, abgebildet bei Amazon. Hatte ich immer Schiss, oh shit, ist es nicht, dass ich die DVD bestelle, aber nein, es ist die Blu-ray. Ja, da ist halt auch wieder
Booklet, Sticker und ach, diesmal haben sie sogar Wendekurve aufgelistet. Weil das wirklich nicht jeder Anbieter macht. Ey, wir kriegen jetzt dieses scheiß Ding da. Ah. Ja, ich bin kein UVP-Sammler wie ein Ösi-Spägen, ey. Ich mach die mal gleich alle auf. Dieser geile Geruch riecht das auch gerne. Von einer frisch geöffneten MRA. Haben wir sie jetzt befleckt. Nee, Spaß beiseite. Das ist diese MRA. Hier ist man halt auch. Das ist halt das ein und dasselbe mit den ganzen Sachen. Die nächsten drei Episoden. Und dann haben wir hier die Blu-ray. Wieder ein Stickerchen. Und dann haben wir hier wieder ein Booklet. Finde ich ganz nett, dass sie bei jedem Volume ein Booklet mitmachen. Finde ich super. Dann noch halt irgendwie Interview mit dem Staff. Ja. Sehr nett gemacht. Finde ich super, sowas. Sowas könnte eigentlich öfter sein. Und was machen wir? Wir schieben gleich das Ding hier in den Sammelschub rein. Gut, wir sind schon bei Volume 3 angelangt. Hier sieht man dann auch noch der neueste Anime-Hit von Studio Bones. Full Metal Alchemist. Ja. Hier sieht man schon, dass ich bei Thalia bestellt habe. Nee, das ist nicht Thalia, das ist Amazon. Hä? Macht man dann so ein komisches Flyerchen da drauf? Das sehe ich auch selten, wenn ich bei Amazon bestelle. Oh Gott. Warum geht die Folie immer so schwer auf, wenn ich vor der Kamera sitze? Wenn ich es nicht, wenn ich es aufmache und ich sitze nicht vor der Kamera, da geht es immer so leicht. Ah, es geht doch so leicht. Ich bin der Folien. Der Folienflüsterer. Seht ihr mal. Gut, dann haben wir hier, ja, schon gesagt, Volume 3. Hier steht auch wieder dasselbe, die nächsten drei Episoden und eigentlich alles gleich gestaltet. Dann haben wir hier auch ein Stickerchen, den ich nie mehr irgendwo aufkleben würde. Ne? Und dann haben wir noch das nächste kleine Booklettchen. Das kleine Booklettchen. Mal wie lieb, ne? ja. Ich kann halt nicht viel zur Serie sagen, Mensch. Ich hab's noch nicht gesehen. Es ist ein Blindkauf. Ich weiß, ich bin verrückt. Eigentlich mache ich sowas nicht. Und wir schieben gleich wieder das nächste hier rein. Und ich mache eigentlich sowas nicht. Gerne Blindkäufe. Aber ich habe eigentlich recht Gutes gehört. Okay, einer auch nichts Gutes. Oh, hier haben wir eine Lasche. Oh, sowas liebe ich. Oh ja. Sehr geil. Und ja, Blindkäufe mache ich eigentlich selten. Sogar bei Anime ist es eigentlich. Oh, wenn ich Anime Blindkäufe habe ich immer Angst, weil ist schon ein teures Gebiet. Ja, und hier sieht man ja schon, dass die nächsten drei Episoden und halt auch alles gleich gestaltet. Und dann haben wir hier auch da die Disc, Sticker und das Booklettchen. Oh, dieses, oh, die ist ein bisschen stabiler, dicker irgendwie. Hm. Das Booklettchen ist ein bisschen sticker. Sticker. Das Booklettchen ist sticker. Booklettchen ist sticker. Das Booklettchen, ja. Ich bin schon wieder ein bisschen verrückt um diese Uhrzeit. Aber egal. Ich habe es jetzt geschafft für euch, das alles zu zeigen. Und ich hält's froh. Ja, Wendecover, Wende, Wenden, Wenden mache ich. Wenden tue ich Wenden später. So schaut das dann aus, wenn alle Volumes drin sind. Man müsste noch ein bisschen das Cover beim Uncover. Man müsste noch das eine Cover bei der einen Volume ein bisschen runterschieben. Und schon hat man das perfekt. Gut, das ist Chaika, die Sargprinzessin. Alle vier Volumes mit Sammelschuber. Mit schönen bedruckten, ja, Leerhalteding. Und hier dann noch der Flyer. Und ja, ich bin gespannt. Ja, jetzt habe ich so viel Zeugs zum Schauen. Und ich werde wahrscheinlich wieder nicht schauen. Doch, ich schaue. Ich schaue auf jeden Fall. Ihr werdet es dann sehen, mein Gott sei geklotzt, wenn ich es geschaut habe. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls überhaupt welche hier reinschauen. Viel Spaß bei den nächsten Videos und habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.